So, wir haben jetzt den Mondspiegel und den magischen Wälzer. Nehmen wir einfach mal den magischen Wälzer, oder? Obwohl, warte mal, wenn wir das Artefakt... Ja, jetzt ist es eh zu spät, ne? Wir nehmen den Mondspiegel, weil den hatten wir als erstes in der Hand quasi. Bing! Klatschen wir jetzt hier hin. Turm von Sauron. Von Lyres. Okay. Ja, dann mal rein da. Gucken, was auf uns wartet. Das Rabentor. Der Spiegelturm! Lyres! Bitte entschuldige, manchmal vergesse ich einfach alles um mich herum. Du hast mich erst blablabla der Höhle gefunden, aber Elazul und ich wurden schon wieder getrennt. Ach, das ist Perle. Es ist, als würde mich der Turm rufen. Ich muss los. Die aufhalten, die begleiten. Danke, Hoppelhase. Bis später. So, jetzt haben wir sie. Okay, rechts, links, geradeaus. Geradeaus geht nicht. Links, rechts. Gehen wir links. Da ist ein Schwert. Perle, nimm dich in Acht. Ich beschütze dich. Hat sich gerade noch bewegt. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Kämpfer. Auch dieses Ding, das ist auch dieses Schildkröten-Ding. Also mit diesem Helm, der schießen kann. Hä, warum haben die jetzt nicht angegriffen? Aber ich bin direkt den richtigen Weg gegangen. Zur Kiste nämlich. Wird hier nicht gekämpft oder was ist los? Muss kämpfen! Guck mal hier auch, zwei Schwerter stehen einfach nur blöd rum. Spiegelturm kaputt? Erste Etage. Noch nicht ein Kampf. Oder weil wir Perle jetzt dabei haben. Gehen wir da hinten rum. Ich glaube. Guck mal, die Kippen. Hä? Was ist jetzt hier los? Beim Schrottplatz hatte uns letzte Folge auch niemand angegriffen. Haben wir Kämpfer aus? Wer hat das denn ausgeschaltet? So, Kämpfer an. Jetzt wird auch gekämpft. Geil. Ich bin so... Da muss ich den aus Versehen irgendwie ausgemacht haben. Dann eine Art der Kartoffelbrei uns bestimmt auch angreifen wollen. Hey. Hey. Perle. Ich helfe dir. Bam. Hopp. Diese Schweineflügler. Ich nenne sie einfach mal Schweineflügler. Die nerven ganz schön. Schweineflügler! Attacke! Check! Oh, check! Oh Gott! Oh Gott! Da sind die. Also habe ich einfach auf Peaceful gespielt quasi. Einfach auf friedlich.
Mir war doch schon danach, dass da irgendwas nicht stimmt. Was ist jetzt hier los? Das war schon sehr verdächtig, dass keine Kämpfe waren und dass die einfach sich nicht bewegen. Guck mal, jetzt bewegen sie sich auch. Schwerende Segelklingen! Oh, er kann sich zum Dolch machen. Okay. Zum Speer. Wow. Oh, ich sehe Enten. Ah, das ist ja gar keine Schildkröte. Ich habe ihn gerade mit Schildkröte verglichen, ne? Das ist eine Ente. Keine Schildkröte. So, der ist weg. Dankeschön. Eigentlich müsste man auch wieder zurück zum Schrottplatz und den Kartoffelbrei zeigen, was man kann, oder? Hier geht's auch hoch. Ach, schade. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo wir hin müssen. Entweder hier oder den anderen Weg, ne? Zweite Etage. Wir gehen mal wieder zurück. Aber jetzt müssen wir wieder diese zwei Kämpfe machen. Aber nützt ja nichts. Ich glaube, hier sind wir... Nee. Ich glaube, hier muss man lang. Schwerende Segelklingen! So Banane, ey. Komm mal weiter. Ich muss mal irgendwie einsammeln. Ey, was ist los? Willst du nicht kämpfen? Hat sie sich überhaupt schon mal einen Finger schmutzig gemacht jetzt hier? Die will gar nicht, ne? Sie ist keine Kämpferin, oder? Guck mal, die läuft nur rum. Hab ich da auch schon wieder irgendwas ausgeschaltet? Panel! You not kämpfen? Schicksalswürfel. Guck mal eben. An. Das Spiel übernimmt die Kontrolle über den Charakter des zweiten Spielers. Zweiten Controller. Nee, das ist schon richtig. Starte das Minispiel Ringgang, sobald du einen Begleiter hast. Haben wir. Aber können wir nicht. Meiner Meinung, sie hat auch eben gekämpft, oder nicht? Nee, sie geht nur in Deckung. Ah, die geht nur in Deckung und kassiert einfach nur Schläge. Keine Lust darauf. Schwerende Segelklingen! Weg mit euch. Ein Vampirzahn. Wir wissen immer noch nicht, wofür die ganzen Materialien sind. Ich glaube auch immer noch, dass wir ziemlich am Anfang des Spiels sind, oder? Ja, das sowieso, aber. Das ist der Grundteil des Spiels noch gar nicht anders, weil wir ja auch noch nicht die Mana-Wesen haben. Aua, aua, aua. Ey, ich treff nicht. Mann, Perle, helf mir doch mal. Setz deinen Liebeszauber ein. Mach den schöne Augen. Oh, ich bin gleich tot, wenn es so weitergeht. Aua. Nein, ich hab mich selber benebelt. Das Tor gesenkt. Scheiße. Scheiße. Jetzt schnell. Schnell. Schwirrende Segelklingen. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das ganze Geld einsammeln. Eine Münze sind 10 Dukake. Das Gute ist, dass man jetzt ja wieder voll geheilt ist. Oh, wer bist du denn? Heiße Lady. Hm. Bam, bam, bam. Oh, oh, sie sitzt, liebe Zauberin. Perle macht das gleiche wie sie. Da, jetzt mal weg, Donner. Scheiß Blutgesauge, geh mal weg hier. Nein, ich bin benebelt. Jetzt schnell. Schwerende Segelklingen! Ah ja, vergessen. Oh, das hier. Oh, so viel Erfahrung. Uiuiuiui, gibt's auf direkten Level für. Vogelfleisch. Na, Perle, alles fresh. Beide Wege führen in den zweiten Stock, oder was?
dritte Etage. Jetzt haben wir die zweite Etage übersprungen. Also es ist also doch der andere richtige Weg, oder was? Ach, jetzt muss ich eigentlich wieder zurück, ne? Ich weiß nicht, welcher Weg welcher ist. Zack, zack. Wow. Wow. Aber ich habe mich selber benebelt. Und jetzt schnell aufladen. Aua, aua. Aua, aua, aua. Boah, dieser. Geht mal weg. Jetzt habe ich aus Versehen doppelt gedrückt. Aber wenn ich zu. Wenn ich die Taste mit den Rollen spamme so, dann benebel ich mich auch selber. Schwerende. Richtig. Bum, 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 bum. Miau. Ja, eigentlich müssen wir wieder runter, ne? In die zweite Etage müssen wir eigentlich. Da ist bestimmt irgendwie. Ja, so viel verpassen wir bestimmt nicht. Nur irgendein Material, wenn dann. Nur trotzdem. Über das haben. Ba, 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 ba. Oh, jetzt sind wir. Oh Mann. Wieder gegen die. Weil wir ja den Raum gewechselt haben. Hey, bleibst du wohl mal vor meiner Axt? Mal lass mich Ruhe. Oh, das sind Nervensägen, du. Jetzt geht nicht mehr. Jetzt habe ich mich schon wieder selber benebelt. Jetzt fort mit dir. Weg. Und weg. Weg. So, lass ihn ruhen. Greifen Sie ihn nicht mal an. Geht auch mal noch 100% Leben. Oh, 4 Kugeln. Wenn sie wenigstens die Sachen einsammeln würde. Weiter, kommen Sie. Pferde. Pferde machen Laserstrahlen. Oh, kannst du mal aufhören, wenn ich hier gerade so am rum... Würde einfach stehen bleiben. Genau. Schön. Ja, so gefällt das dem Papa. Weg mit dir. Bam, bam, batsch. Bam, bam, batsch. Ich muss mal eben das Geld einsammeln. Oh, sie hat eine Münze eingesammelt. Kaum zu glauben, oder? Perle hat eine Münze eingesammelt. Vor allem, dass man das Spiel auch ohne Kämpfen durchspielen kann, finde ich auch irgendwie so. Komisch, ne? Suspekt. Jetzt sind wir gleich 4. Etage. Da müssen wir am Ende halt nochmal die 2. Etage nochmal neu machen. Aber hier geht's auch runter, ne? Inf. Was ist das? Ein Quallenfrosch? Noch nicht voll ausgestattet? Aua, aua. Die meisten Gegner kommen ja aber auch bekannt vor von Secret of Mana, ne? Also die haben die Gegner alle so übernommen. Hey, hey. Hey, nein. Und drehen. Haha, du hast mich auch nicht getroffen. Er wollte mir ein Zäpfchen verpassen, hast du das gesehen? Hat er gewollt. Hat er gewollt. Erhält man... Ist das der richtige Weg? 5. Etage, aber 5. Etage mit Kiste. Dämonenfleisch. Nee, warte mal, warte mal. Hier ist nämlich auch noch ein Weg. Aber hinten geht es ja auch noch lang. So viele Wege schon wieder. So viele Wege. Schwerende Säge klingen! Komm, ich komme. Ah, das ist ärgerlich.
müssen wir ja eigentlich wieder da hinten hin. Zweite Etage und die vierte Etage müssen wir abchecken. Oh nein, ich muss wahrscheinlich noch. Hallo, er wirft mit Eierbomben. Oh, hallo, ich krieg ordentlich. Ich krieg ordentlich Schaden hier gerade. Ordentlich Schaden. Hallo. 1% nur noch Leben. Erzähl mir nichts. Ducken, 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 ducken. Muss mich heilen. Muss mich heilen. Ich opfere die Perle. Perle ist down. Perle ist down. Warte, Bombe, ich muss hier weg. Was ist jetzt, wenn, weil die Perle down ist? Oh, ich bin auch gleich down. Ich bin auch down. Ich wusste, ich würde nur im Weg sein. Stand auch im Weg. Ach lol, wenn man stirbt, macht man einfach nur hier die Ebene neu. Wie lame ist das denn? Ich dachte, wir müssen ja wenigstens den Turm neu machen. Wow. Bah, bah, bah. So, du, hinfort mit dir. Ist der eine Fledermaus gerade doppelt explodiert? Oh nein, ich hab die Kiste nicht eingesammelt. Die Kiste sag ich schon, den Sack. Die sind so schwer zu treffen. Ja, Bein drehen. Aha. Perle, du stehst nur im Weg. Aber das tut man nicht alles für eine Perle, oder? So, jetzt habe ich meine Ulti behalten für dir. Schwirrende Siegesklingen! Ja, kommt man nicht mal ansatzweise tot. Wow, wow, wow. Wow, wow. Aua, aua. Aua, aua. Aua, aua. Schnell, schnell. Du hast auch eine Ulti, Freddy. Benutze die Perle. Schwirrende. Siegeklingen. Bum, 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 bum. Auf die eine Münze verzichte ich mal. Hui. Nein, eine Erfahrung weg. Ah, 418 Erfahrung. Holy moly, sag ich dir. Wie hoch ist denn der Turm? Es hat 80 Etagen. Die Gegner werden auch immer schwerer. Das sieht man daran, dass die immer... Ja. Man sieht es einfach. Ich hatte eben schon mit zwei Schwertern zum Beispiel Probleme. Jetzt ist halt auch noch ein Pferd dabei. Und wenn man nicht trifft, ne, dann ist das... Aua. Ich will kein Zäpfchen haben. Einmal noch angreifen. Jawohl. Und jetzt. Schwirrende Siegesklingen. Nein, nein, zerfetzt. So viel Geld. Geld, Geld, Geld. Sack. Geld, Erfahrung, Geld. Kehlenschlitzer. Jung. Guck mal, jetzt hat man zwei von denen statt ein. Warum kann ich nicht beide treffen? So, schwirrende Segelklingen. Hm, hab gedacht, ne? Boom, 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 da sind sie beide explodiert. Abse. Wieder 200 Erfahrung. So, jetzt ist hier wieder eine Tür und noch ein Gang. Okay, wir gehen durch den Gang. Und sind jetzt hier. Guck mal, hier ist zum Beispiel eine Tür. Unten war auch irgendwo eine Tür, das weiß ich noch. Ein Transportschein. Nee, das Ding an dem Fahrstuhl. Neunte Etage. Nee. Da kämpfen wir uns lieber ganz gemütlich hoch.
Siebte Etage. Nee, nee, die Etagen, die kämpfen wir uns schön gemütlich hoch. Das machen wir nicht, wir cheaten nicht. Wer weiß, was ich in der achten Etage jetzt alles verpasse. So, ich hoffe, ich verpasse hier jetzt auch was. So, da hinten ist auch wieder jetzt so ein Gang. Oh, wer bist du denn? Und der liegt daneben. Boah, explodiert. Eingeweide weggefetzt. Soll ich hier mal hier hoch? Dann sind wir hier. Gehen einmal hier lang. Wir gehen hier wieder runter. Hier ist also nichts. Hier ist gar nichts. Man kommt nur mit dem Fahrstuhl hoch. Wollen wir hier einfach nur den Dino kennenlernen oder was? Die hat dann 50 Teile wieder. Hey, sie hat auch Erfahrung gekriegt. Sie hat meine Erfahrung geklaut. Ganze drei Erfahrungen. Das ist nur meine Erfahrung gewesen. Gut, dann müssen wir halt mit dem Fahrstuhl. Jetzt gibt es keine achte Etage. Oder ich war zu blöd und habe jetzt gerade irgendeinen Weg übersehen. Was wohl eher zutreffen würde. Oder wird. Vielleicht ist die achte Etage auch noch in Renovierungsarbeiten. Quecksilber. Ich möchte gerne wissen, wofür ich das alles sammle. Zehnte Etage. Nichts. Okay. Schicksalstor. Hier geht's los. Die Schicksalskammer liegt hinter dieser Tür. Irgendwann muss jeder seiner Vergangenheit sich stellen. Es tut mir leid, Hopplase. Verschwinde, wenn es gefährlich wird. Nein, ich verschwinde. Rein da. Rein in die Olga. Oder sag mal doch so schön, oder? Rein in die Olga. Bist du die Wächterin? Bitte. Erzähl mir von meiner Vergangenheit. Ah! Odin. Der Kennschlitzer zur Begrüßung. Bam. Was machst du? Springt er hin? Er springt da. Alles easy. Stirb, Odin! Stirb! Ah, ne, er springt schon wieder. Wo springt er hin? Boom! Ey! Pelle platt getreten. Kennschlitzer! Wams! Aber das bringt nichts, weil er ist. Ach scheiße, er war im Dingsmodus. Was machst du da? Schön von hinten. Schön auf die Hufe. Er ist benebelt. Los, Pelle! Guck ihn an! Guck ihn an! Jetzt springt er wieder, ne? Perle, weg da! Ah, ich treffe nicht. Doch, ja. Kennschlitzer! Oh nein, er rennt weg. Beziehungsweise, oh scheiße, Mann. Ich treffe ihn einfach mit meinen Spezialfähigkeiten, ne? Jetzt springt er schon wieder.
Perle, Entdeckung. Perle. Was machst du denn immer für Sachen? Ich kann's doch mal bitte aufhören damit. Erdperle erwischt. Arme Perle. Ey, dein Arsch macht komische Geräusche. Kling, kling, kling. Er landet trotzdem noch auf der Leiche. Jetzt erst benebelt, schnell den Kindschützer. Funktioniert das? Wird das noch funktionieren? Nö. Mann, die Attacke braucht einfach viel zu lange. Oh. Bam. Ey, warum lebt die wieder? Warum? Hat keiner erlaubt. Bling, bling. Oh, oh, nicht auf mich. Gut. Er ist ja eigentlich ganz easy, ne? Er ist nur nervig, dass er so viele Phasen hat, wo man ihn einfach nicht angreifen kann. Hier stehe ich doch noch. Ich komme. Was machst du jetzt? Haust du schon wieder auf Perle? So, jetzt hier. Nee, warte. Warte, noch nicht. Gleich, wenn ich ihn angreifen kann. Gleich, wenn er runterkommt, dann muss ich direkt den Kinnschlitzer. Autsch. Kinnschlitzer! Go! Ja, endlich! Getroffen. Ich hab ihn richtig. Was macht die eigentlich immer für eine Attacke? Pups-Attacke? Pups. Guck die da auch mal hin. Er kann springen wieder hoch. Kann da sonst nichts anderes. Treffe ihn nicht. Oh, zwei Hits und schon wieder in Abwehrhaltung. Jetzt, Attacke, ja. Zack. Ha, alles abgewehrt. Guck mal, wie ich alles abwehre gerade. Ganz automatisch. Oder habe ich Schaden gekriegt? Glaub nicht, oder? Kinnschlitzer! Und funktioniert. Guck mal, ihre Energie lädt sich da oben auch gerade schon wieder auf. Siehst du das? Wenn der graue Balken gleich voll ist, jetzt ist sie wieder da. Aber die kämpft ja eh nicht, also von daher. Ein Hit noch. Stirb. Und wieder ein Level gekriegt. Wir haben schon fast den dritten Balken am Leben. Der zweite Balken ist so gut wie voll. Ich hatte solche Angst. Hab ich gesehen. Nanu, mein Kern. Perle! Elatul! Ich hatte doch gesagt, dass du nicht allein so losziehen sollst. Es tut mir leid, wenn ich versuche, mich an etwas zu erinnern. Vielen Dank nochmal. Gehen wir. Die Erinnerungen sind zum Greifen nah. Bitte gib mir noch etwas Zeit. Bitte. Bitte, Elatul. Elatul. Ich verstehe, was du sagen möchtest. Bring Perle nach unten. Wenn ihr etwas zustößt, bringe ich dich um. Ist das klar? Ja, komm doch einfach mit. Ich kümmere mich auf den Weg nach unten um das Ungeziefer. Pass nur auf, dass es Perle nicht zu viel wird. Danke für deine Hilfe.
Tüdelülü. Was heißt Tüdelülü? Jetzt müssen wir wieder runter, oder was? Pip, 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 pip. Gut, dann gehen wir wieder nach unten. Das geht. Oh, guck mal, hier ist eine Speicherstatue. Das geht. Man kann einfach runterjumpen. Wird gespeichert. Was haben wir denn hier rechts? Ah. Hier wollten wir schon mal kicken, was hier ist. Das ist die vierte Etage, die wir anchecken wollten. Aber was haben wir denn hier? Dann gehen wir mal da rein. Bringt ihr uns hoch oder runter? Runter. Ich glaube zur zweiten. Weil das ist das nämlich, wo wir auch gucken wollen, was hier ist. Und hier ist die zweite Etage. Erste Etage. Kommen wir gleich zum Runden. Guten Tag. Und jetzt schwirrende Segelklingen. Nimm das mal warm. Gönn dir. Hey, treff mich. Und das Geld. Ich wollte auch eigentlich mal gucken, was wir uns kaufen können für all das Geld, ne? Im Shop von der ersten Stadt. Da Dominio oder wie das heißt. Schwirrende Segelklingen. Oh, sogar hier bei Perle getroffen. Kling, 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 kling. Sehr gut. Also immer werden wir zurückgebracht. Nee. Immer werden wir zurückgebracht, wenn wir irgendein Artefakt gemacht haben. Und hier müssen wir runterlaufen. Was ist das denn? Schiss. Aua. Aua, aua. Aua, aua, aua. Aua. Perle, alles gut da hinten? Lauf um dein Leben. Sie läuft um ihr Leben. Ich krieg's nicht. So, der erste ist weg. Eigentlich Perle hauen. Hey. So, benebelt, sehr schön. Geld. So viel Geld. Kommen Sie mit, Perle. Perle, Perle. So, die mache ich wieder mit schwirrende Segelklingen. Und die sind nervig. Die sind richtig nervig. Ja, gönn dir das, Baumann. Los. Gönn dir. Wenn du schön groß und fett bist. Was ist denn? Dicke Musik. Was war das? Eine Notiz? Sie ist von der Juwelenjägerin. Dich möchte ich schon seit einer Weile kennenlernen. Nein. Ich will deinen Kern. Schmutzige Steine, die nicht mehr glänzen, müssen verurteilt werden.
Schnapp sie dir, Juwelenbestie! Hat sie gerade einen Pokéball geworfen? Schnapp sie dir! Bleib hinter mir! Zwei Bosse. Zwei Bosse im Preis von einem. Wir haben doch gerade schon einen Boss besiegt. Au! Ich komme! Warte! Jetzt, Kindschützer! Zack! Oh no! Bleiben Sie stehen. Ja. Ich bring mir deinen Nahkampfstachel. So, er ist benebelt. Jetzt zitter ihn an. Perle, du unnützes Ding. Bleib bei mir. Nein. Ich muss mich mal kurz retten. Retzen. Der Boss ist so bescheuert. Guck dir das an. Er denkt, er wäre ein Häschen. Oh ja! Hey! Was macht er jetzt denn? Alter, die hat voll den Stein abgekriegt. Da fliegt sie erstmal eine Runde. Wir haben aber schon eine gute Abwehr, weil wir viele seiner Dinken blocken. Aber das hier blockst du nicht! Batsch! Und er ist weiterhin benebelt, sehr gut. Aua, aua, aua. Oh, sie lebt wieder. Jetzt kann sie wieder Opfer spielen. Oh ne, oh ne, oh ne, komm wieder schnell her, komm wieder her, Manu! Dass ich mich auch nicht umdrehen kann, leider, beim Angriff. So, er ist gleich weg. Oh, ich bin auch gleich weg, wenn es so weit geht. Wir wenigstens 50% Leben haben. Er ist benebelt, das heißt, ich könnte ja rein theoretisch. Oh ne, oh ne, oh ne. Du, was bist du für ein scheiß Boss? Alle meine Dinger. Alle meine Dinger hier auszuweichen. Spitz ja wohl. Hier, Arschwoll gibt's jetzt hier. Mal schön. Komm, dreh dich um. Gibt's Arschwoll. Ja, vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen heilen gehen. Moment. Komm, ich kack mit dahin. Ja, und das letzte, damit ich ihn auch ja treffe. Schwirrende Siegelklingen! Ha! Noch ein Level gekriegt. 550. Na, was hast du jetzt zu sagen? Du hast einen starken Begleiter, Perle. Warum? Warum jagst du uns? Du bist abgrundstief böse. Höre einfach auf deinen Kern. Wir werden uns wiedersehen. Gute Nacht, Perle. Du, vergesse. Werde ich sterben? Eine Wächterin ohne Ritter ist leichte Beute. Elazul sucht nach anderen Yumi. Und wenn er eine andere Wächterin findet, wird er... Und dann bin ich ganz allein. Hoffentlich findet er keine. Ich muss los. Elazul wartet schon. Ich bekomme wieder Ärger. Danke, Hoppelhase. Das ist für dich. Gefrorenes Herz. Piratenhaken. Pass auf dich auf.